Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe jetzt offscreen erledigt. Ich habe Bennett immer wieder angesprochen. Jedes Mal, wenn er zu seinem Amboss geht, hat er zwei neue glühende Rohstahle. Das heißt, ich habe jetzt 41 selbstgeschmiedete Schwerter. Ja, musste sein, Leute. Ich brauche dringend Geld. Und mehr konnte ich auch nicht machen, da ihr seht mein Gold. Ich habe noch 7 Gold. Das heißt, ich kann mir jetzt selbst keine Rohlinge mehr kaufen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal schlafen und dann gehen wir ab in die Stadt. Ja. Hey, könnt ihr ruhig wieder hinlegen. Verdammt, was ist los? Das ist mir relativ egal. So. Schlafen. Fertig. Ja. Wie gesagt, musste sein. Kein Geld mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Und ja. So ist es jetzt. Und ja, das war's somit. Was ist denn mit dir, Fester? Hat nur noch ein Ass. Ich glaube, seine Waffe habe ich ihm abgenommen. Naja, geschieht ihm recht. Jo, Greg. Ja, wenn ich jetzt eine Waffe gezogen habe, dann greift er mich gleich an. Will ich natürlich nicht. Deswegen lasse ich das Ganze mal. Und ja, ab zur Taverne. Dumm die da. Ja, was haben wir noch zu erledigen? Ich weiß jetzt, wo der Ring ist, bei Akils Hof. Ja. Oh Wunder, ich hab's herausgefunden. Beziehungsweise ich hab's nachgeschaut. Aber den werde ich mir auch gleich noch holen. Erstellt sich das immer so einfach. Ach so, noch habe ich kein Geld. Ich will das Amulett ja von dem Typen kaufen, von Erol. Ja, nur erst brauche ich das Geld. Das heißt, ich muss zu Hallo. Danke. Das heißt, lass dich nicht verarschen. Vor allem nicht vom namenlosen Helden. So, ja. Lurker interessiert mich nicht. Interessiert mich alles nicht. So. Ja. Übrigens habe ich mir gedacht, ja, komm, Abenteuerspiel, bist du dabei, Gothic etc. Dann mit Let's Play Super Mario hast du auch so Emulator-Spiele etc. hast du auch dabei. Was hast du nicht dabei? Hast du einen Shooter nicht dabei? Ja, habe ich mir gedacht, okay. Ich weiß es nicht. Moment. Alter! So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, bei Shooter. Eventuell. Ja. Wie fändet ihr das? Würde ich als Nebenprojekt auch noch einen Shooter anfangen? Dann würde ich einfach mal zu Saturn gehen und mal schauen, was es da so gibt. Würde mich vielleicht beraten lassen. Mal gucken, ob Saturn-Verkäufer wissen, was Let's Plays sind. Wäre ich auch mal gespannt. Muss ich unbedingt mal bringen. Ich frag die mal, ob die wissen, was das ist und die mir ein Spiel empfehlen können. Ein Spiel mit einer guten Story. Und ja, eventuell werde ich dann bald einen Shooter noch neben Gothic anfangen. Damit wir hier nicht auf einem Spiel rumhauen. Ja. Weil zu Let's Play Super Mario 2 Yoshi's Island habe ich zurzeit keine Lust. Ich habe es offscreen mal weitergespielt und ich schaffe nicht mal ein Level mehr, denn ich bin nur am Sterben. Mein Ansporn zu dem Spiel ist gerade ein bisschen, naja. Hey. Naja. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Hier, ich habe noch eins. Das ist großartig. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Hä? Wohin soll ich dir folgen? Oh Gott. Langsamer geht's auch nicht, ne? Jo. Nefarius, du langsamer Sack.
Na komm. Ein bisschen schneller geht doch, oder? Oh Leute. Wieso soll ich dem auch folgen? So Schwachsinn. Boah. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Joa. Dam da didu, dam dam didu didu. Ich müsste mal Musik hinterlegen hier. Hinter so ein Scheiß. Hass es bald, Nefarius. Alter. Wohin will der mit mir? Boah. Ganz ruhig, nicht aufregen. Bloß nicht aufregen. Wohin willst du, verdammt? Wo ist Saturas? Was machen die alle da hinten? Das macht mir Angst. So, und nun geh zur Seite. Okay. Okay. Alle Magier sind gerade irgendwas am Machen. Was zur Hölle machen die da? Das ist doch nur ein Stein da. Oder sind das dann in der Mitte jetzt die Ornamente oder was? Dann sollte ich ein bisschen weggehen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja. Schaffst es? Hallo! Hab das bald? Hey du, das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Nee. Bevor ich das mache, hole ich mir Geld und die Medaille und allen anderen Scheiß. Moment mal, so einfach mache ich das jetzt hier nicht. Nee. Nee, Leute. Das könnt ihr vergessen. Jetzt werde ich erstmal hier mir die Sachen holen. Soll ich mal... Nee, noch versuche ich nicht gegen den Ork zu kämpfen. Kommt beim nächsten Mal, wenn ich hier eine neue Waffe habe. Ich habe ja gerade Level Up bekommen, das heißt, ich kann jetzt endlich wieder Stärke skillen. Dann wollen wir mal sehen hier. So. Ab zum Ork weglaufen. Jo, renn mir noch hinterher, du Bob. Hast sowieso keine Chance. Ja, wissen. What the fuck? Jetzt kam er mir doch ein bisschen nah. Ui, das war knapp. Ich weiß, ihr wollt sehen, wie ich sterbe. Ja, schafft aber nicht. Ich werde zwar noch oft genug sterben, wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr mich ja abonnieren. Aber, ja, ich werde noch oft sterben. Da könnt ihr aber drauf wetten. Das wurde wunderschön. So, jetzt muss ich nur mal eben überlegen, wo ich jetzt hin wollte. Zu meinem netten Ausbildungslehrer, wie auch immer. Meinem Ausbilder. So. Ja, los geht's. Dum-di-da. Na komm, Harald. Alles klar? Warte mal. Da bist du ja wieder. So, alle aufpassen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So,
Und hier hast du deinen Lohn. 6150 Gold. So. So, meine Lieben. Das zum Thema. Ja. Das musste sein. Jetzt habe ich ein bisschen Gold. Jetzt werde ich aber direkt, glaube ich, 2500 oder was, werde ich direkt wieder verprassen. Ja. Aber gut. So ist das nun mal im Leben. Das heißt, mir bleibt dann schon wieder fast nichts. Aber okay, egal. Jetzt gehe ich erstmal zu Mortis. Gib mir 5 Stärke. Und dann, ja. So, Pack. Hast du falsch? Leck mich! Oh, okay. Zu Mortis kann ich nicht mehr. Zu hey. So. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann.